Das Konfuzius-Institut München präsentiert den Hot-Podcast. Liaotian xue hanyu. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Hot-Podcasts. Ni hao, Angie. Lili, ni hao. 今天我们见面挺早的，你吃了吗？我吃了早餐，吃的是面包，很简单。但是我每天都要吃早饭，不像很多德国朋友们，他们经常会不吃早饭。Angie hat mich gerade begrüßt und gefragt, ob ich schon gegessen habe. Heute habe ich wie normalerweise recht einfach Brot gefrühstückt. Das Frühstück finde ich aber sehr wichtig. Ich frühstücke immer etwas, im Gegensatz zu vielen meiner deutschen Freundinnen, die das manchmal vergessen oder einfach nicht diese Gewohnheit haben. Im Deutschen begrüßt man sich außerdem meistens mit Guten Tag, wie geht es dir? Oder ähnlichem, während man im Chinesischen oft fragt, ob man schon gegessen hat. 我还发现一个比较有意思的现象。德国人打招呼时，比如会问 Guten Tag, wie geht es dir? 但中国人之间打招呼时，总爱问你吃了吗？这是为什么呢？没错，中国人非常重视饮食。我们有民以食为天这样的俗语，是否按时吃饭，是否吃得好，这都是判断一个人生活质量的关键。所以我们在路上碰见朋友的时候，总爱用这个问题来表示对他的关心。嗯，有道理。Angie hat erklärt, dass die Essenskultur in China einen extrem hohen Stellenwert hat. Es gibt zum Beispiel ein Sprichwort, das heißt 民以食为天 und bedeutet so viel wie für die Menschen sind Speisen wie der Himmel. Also dass die Nahrung das größte Bedürfnis für die Menschen darstellt. Ob man seine Hauptmahlzeiten pünktlich zu sich nimmt und wie gut man isst, sagt also sehr viel über die Lebensqualität eines Menschen aus. Deswegen spricht man seine Freunde und Bekannten auch mit dieser Frage an, weil man so sein Interesse an deren Wohlergehen ausdrückt. 那么安吉，你平时按时吃早餐吗？我很好奇，你今天吃了什么呢？ Isst du immer rechtzeitig dein Frühstück, Angie? Und was hast du heute gefrühstückt? 一直以来呢，我都保持着吃早餐的习惯，这还是我妈妈培养出来的。我小的时候，我妈妈每天都早起，为家人做早餐吃。她的饮食理念是，早餐要吃好，午餐要吃饱，晚餐要吃少。所以早餐便是我们家里最受重视的一餐。现在的我依旧每天都吃早餐，只不过是自己给自己做了。今天我不是很忙，所以有比较充裕的时间准备早餐。我先是用豆浆机打了一杯豆浆，然后用鸡蛋、土豆和火腿片煎了一个饼，又营养又美味。听起来真不错，有鸡蛋、豆浆和土豆很营养。Angie hat auch die Gewohnheit, jeden Tag zeitig zu frühstücken. So hat es ihr ihre Mutter beigebracht. Als Angie noch klein war, ist ihre Mutter jeden Tag früh aufgestanden, um das Frühstück für alle vorzubereiten. Ganz nach dem chinesischen Motto 早餐要吃好，午餐要吃饱，晚餐要吃少。Was so viel bedeutet wie morgens isst man gut, mittags wird man satt, abends isst man wenig. Das Frühstück hatte also bei ihnen oberste Priorität und das hat es bei Angie immer noch, auch wenn sie es sich heutzutage selbst vorbereitet. Heute hatte sie es nicht eilig, deswegen hatte sie viel Zeit, um ein großes Frühstück vorzubereiten. Sie hat sich frische Sojamilch gemixt und dann noch eine pfannkuchenartige Speise mit Eiern, Speck und Kartoffeln gebraten. 不过我听说，在一些省份也有人早餐爱吃辣的油。比如我之前和我妈妈去重庆旅游的时候，发现他们早餐喜欢吃辣米粉，又烫又辣，很刺激。更好玩的是，很多人不在店里吃早餐，而是把米粉端到马路边，放在高凳子上，人坐在矮板凳上吃。Das Frühstück von Angie klang sehr lecker und nahrhaft.
Ich habe aber auch in Erinnerung, dass man in manchen Provinzen Chinas zum Beispiel Chiliöl zum Frühstück isst. Als ich mit meiner Mama in Chongqing reisen war, haben wir viele Speisen wie La Mi Fen zum Frühstück gegessen. Das sind Reisnudeln, die man mit einer besonders scharfen Soße isst. Das ist vielleicht ungewöhnlich für Deutsche, aber super lecker. Und in China ist das Aufregende am Frühstück auch, dass man es oft gar nicht zu Hause isst, sondern draußen am Straßenrand. Dort gibt es in der Früh überall Frühstücksstände, wo unterschiedliche Sachen zubereitet werden und man kann sich etwas bestellen, sich auf einen Hocker setzen und seine Nudeln am Straßenrand schlürfen. 对对，你说的这个我也亲身经历过，很有烟火气的一个场景，也可以想象得到这些米粉早餐店有多么受欢迎，连店里都坐不下了。我家离重庆不远，其实我也爱吃口味重的或辣的东西当早餐，除了辣米粉，我还常吃炒面、辣味糯米饭团、小笼包等等。莉莉，你呢？你们家常吃什么早餐？Angie kennt das auch so, eine tolle Atmosphäre, in der man dort frühstückt. Man kann sich ausmalen, wie es dort dann in der Früh zugeht, weil die Frühstücksläden so beliebt sind. Es gibt oft in und um die Stände herum gar keinen Platz mehr zum Sitzen. Angies Heimat ist von Chongqing nicht weit entfernt, deswegen isst sie auch gerne deftige, herzhafte und scharfe Speisen zum Frühstück, wie zum Beispiel Chao Mian, La Wei Nuo Mi Fan Tuan, und Xiaolongbao, das sind gebratene Nudeln, scharfe Klebreisbällchen oder die kleinen gedämpften Teigtaschen. Immer wenn ich in China bin, esse ich am liebsten Youtiao, Doufu Nao, Xian Doujiang, Ba Bao Fan und Fei Bing zum Frühstück. Youtiao sind frittierte Teigstangen, die man in salzige Soßen oder auch in Zucker dippen kann. Sie schmecken so ähnlich wie Krapfen oder Churros. Doufu Nao ist eine herzhafte Suppe mit dem weichen Seidentofu, die vor allem gut tut, wenn man etwas Warmes in der Früh essen möchte. Xian Doujiang ist Sojamilch, die in China immer frisch zubereitet wird. Sie hat einen ganz anderen Geschmack als die Sojamilch, die wir hier aus dem Supermarkt kennen, und man trinkt sie oft mit etwas Zucker gesüßt. Baba Fan heißt wortwörtlich übersetzt Reis mit 8 Schätzen, und ist eine Süßspeise, wo Klebreis mit 8 verschiedenen Sachen gefüllt und dekoriert wird, wie der traditionellen roten Bohnenpaste, Datteln, Rosinen, verschiedenen Nüssen, kandierten Früchten und so weiter. Und Feibing sind dünne Pfannkuchen, so ähnlich wie Crepes, aber aus mehreren Schichten und mit mehr Öl und Lauchzwiebeln. 听起来真不错，来自不同地区的人们饮食口味千差万别。当然早餐习惯也不一样，我在山东读大学的时候入乡随俗，常常就吃豆腐脑、煎饼、水煎包、油条。哦，是吗？ Angie hat erzählt, dass sie auch gerne einige dieser Gerichte zum Frühstück gegessen hat, als sie in Shandong auf die Uni gegangen ist. Weil China so groß ist und die verschiedenen Essensgewohnheiten und regionalen Küchen so unterschiedlich sind, gibt es je nachdem, wo in China man ist, auch unterschiedliche Dinge zum Frühstück. 我们说了这么多中国的美食，我感觉又饿了。不过在德国想要吃中式早餐，可能不是那么容易吧。最近，我的德国朋友们也在问我，想尝一尝中式早餐，可是我实在不知道该做些什么来招待他们。安吉，你有什么建议吗？Meine deutschen Freunde haben mich letztens auch schon gefragt, was man in China zum Frühstück isst, und wir wollten zusammen ein chinesisches Frühstück vorbereiten. Ich weiß aber nicht genau, was ich da einkaufen und kochen soll. Anzi, hast du einen Vorschlag? 他们确实是给你出了一个难题。德国朋友可能常常能到中餐厅吃午饭或晚饭，而早餐确实很难吃到。有了，我推荐几个简单的早点给你，你可以试试看，比如鸡蛋羹、八宝粥、生煎包。那太好了 ，Angie hat mir die Gerichte 鸡蛋羹、八宝粥 und 生煎包 vorgeschlagen。Und wie bereitet man die dann genau zu？具体怎么做呢？
我一个一个的说吧。做鸡蛋羹的时候，我们需要一个鸡蛋，一点酱油，用德国的 Maggi 也可以代替，香油，香油可以在亚超买到，和小葱。先把鸡蛋放入一个碗里打散，加一点点水继续搅拌，然后把鸡蛋放到蒸锅里蒸十分钟左右，端出来之后倒一点酱油和香油，最后撒上葱花就可以吃了。你也可以根据你的喜好加一些其他的东西，比如虾或肉松。 Angie hat erst einmal mit dem Gericht Gidangeng angefangen. Das heißt übersetzt so viel wie Eierpudding und ist ein herzhaftes Gericht, bei dem man Eier braucht, etwas Sojasauce oder auch Maggi, Sesamöl, welches man im Asiamarkt immer bekommt, und Frühlingszwiebeln. Erst schlägt man die Eier in einer Schüssel auf und gibt ein bisschen Wasser dazu, das man auch noch unterrührt. Dann gibt man das Ei in eine feuerfeste Form und dämpft es im Topf für 10 Minuten. Wenn es fertig ist, gibt man noch etwas Sojasauce und Sesamöl, je nach Geschmack dazu, bestreut es mit klein gehackten Frühlingszwiebeln und dann ist es schon fertig. Je nach Lust und Laune oder wie man es gerne isst, kann man noch verschiedene Variationen davon kochen. Zum Beispiel kann man Garnelen oder Hackfleisch mit in das Ei mischen. Na, Baba, Joe, so mit so, ne? 煮八宝粥需要至少三种谷物：米、小米、红枣、绿豆、红豆、花生、芝麻等等。你家里有什么，你就用什么来煮。把你挑选好的谷物放入清水中浸泡两个小时，之后把它们倒进电饭锅里，加入足够多的水。煮好粥之后可以撒一些糖，吃起来更美味呢。Für das Babaozhou kann man Reis, Hirse, rote Datteln, Mungobohnen, rote Bohnen, Erdnüsse und Sesam benutzen, je nachdem, was man zu Hause hat. Man weicht all diese Zutaten für 2 Stunden in Wasser ein und kocht sie dann mit genug Wasser im Reiskocher oder alternativ im Topf auf ganz niedriger Stufe. Wenn alles weich gekocht ist, ist das Babaozhou, das etwas ähnliches wie Haferbrei ist, fertig. Das nächste, was Anzi aufgezählt hat, sind Shengjianbao, was die gedämpften Teigtaschen sind, die in der Pfanne gebraten werden. Shengjianbao, wo hui zu. Wo chang qu de na jia ya chao li you mai xiao long bao. Wo zai bu zhan guo li dao yi xie you, ba xiao long bao fang jin qu, kai huo. Jie zhe wo wang guo li dao yi xie long shui, da gai dao bao zi de yi ban de gao du. Gai chang gai zi,大火把水煮开，直到锅里的水煮干了，生煎包就做好了。Die Teigtaschen kann man im Asiamarkt fertig kaufen. Zu Hause muss man sie dann nur noch mit etwas Öl und Wasser in die Pfanne geben und mit geschlossenem Deckel so lange dämpfen, bis das ganze Wasser verdampft ist und die Teigtaschen unten am Boden knusprig braun geworden und innen durch sind. Ziemlich einfach. 对，没错。吃之前别忘了撒一些葱花，会更美味。好的，我把这些菜谱记下来，之后就可以做给朋友们吃了。Angie hat mir noch den Tipp gegeben, auf die Shengjianbao etwas Frühlingszwiebeln zu streuen, damit sie noch besser schmecken. Jetzt habe ich ziemlich viele Ideen für das Frühstück mit meinen FreundInnen. Vielen Dank, Angie. 除此之外呢，你还可以做酒酿汤圆。葱油饼、小馄饨等等，这些东西在亚超都能买到，制作方法也很简单，可以说是省时省力。希望你的朋友们喜欢中式早餐。谢谢你。Anzi hat auch noch andere Gerichte vorgeschlagen, wie 酒酿汤圆、葱油饼 und 小馄饨 was Klebreisbällchen, Pfannkuchen und Wantons sind, was es alles fertig im Asiamarkt gibt.Die Zubereitung ist auch sehr einfach, wenn man sie fertig kauft. Das spart Zeit und Mühe. 今天谢谢安吉对中式早餐的详细介绍。希望我们的听众朋友们可以尝试着自己做一做中式早餐。我们下期再见。Vielen Dank, Anzi, für die ausführliche Beschreibung von den vielen Frühstücksgerichten heute. Wir hoffen, dass ihr auch davon inspiriert worden seid und vielleicht bald ein chinesisches Frühstück für euch und eure Freunde zaubert. Wenn ihr Lust auf mehr habt,
könnt ihr auch gerne bei unserem YouTube-Kanal Konfuzius Institut München vorbeischauen. Dort gibt es eine Kategorie, die heißt Richtig Chinesisch Kochen, wo ihr noch andere Rezepte findet. Falls ihr einen besonderen Wunsch oder Vorschlag für das nächste Rezept habt, könnt ihr uns gerne schreiben und Feedback geben. Danke und bis zum nächsten Mal.